Hallo und herzlich willkommen zurück zu Barojaks Spiel Dark Souls 3. Ich bin im Rage-Modus. Ich werde jetzt einfach Leute töten. Wir töten jetzt Leute. Tschüss! Ich mag dich nicht. Du siehst komisch aus. Wow, One-Hits hier noch nicht mal. Wie lame. Denn es gibt so Charaktere. Eigentlich im Schrein ist Dark Souls ist immer nicht gerade positiv. Ja. Leute einfach so zu töten, aber er hier hat die tolle Eigenschaft, dass er immer wieder kommt. Ja, es gibt so ein paar Charaktere, auch Andre, der Schmied, und die Shrine-Maid, als auch die Firekeeperin, die tauchen halt einfach irgendwann wieder auf. Ja. Was in Demon's Souls auch nicht so war. Wenn du da die Shrine-Maiden oder das Äquivalent dazu getötet hast, konntest du einfach fürs Rest des Spiels nicht leveln. Ich glaube, selbst bei Dark Souls 2 war das dann auch so. Sie würde wieder da sein. Genau. Da hinten der Hämmerschmied. Da würde auch noch nichts mal passieren. Die würde dann sagen, ja, tut mir leid, dass ich irgendwas falsch gemacht habe. Ich werde mich besser. Genau. Das ist so eine nette Frau, müssen wir erstmal haben. Du hast sie fucking nochmal umgebracht. Also, ja, sorry, dass ich nicht gut genug für dich war. Okay. Gut, sie würde dann ihre Preise erhöhen und André würde erstmal nicht mehr mit uns reden und wir könnten keine Waffen mehr verbessern. Aber ich rate jedem, bevor er das New Game Plus anfängt, einmal alle Charaktere getötet zu haben. Ja. Das macht nicht nur Spaß, sondern ist halt auch einfach lustig. Und man hat sie ja hinterher wieder und auch die negativen Eigenschaften verschwinden. Dann. Okay, wollen wir mal... Kurz nur gesagt, sie sagt dann halt, dass sie halt gerne Seelen hätte und uns dafür Sachen verkauft. Und sie hat die und dass sie halt Asche haben möchte. Und zu dem Zeitpunkt wissen wir auch noch nicht, was die damit meinte. Aber ja, das wird noch... und er erklärt halt das Ganze, wie level ich auf, meine Waffe auf... Ja. Ich kann reparieren und sowas halt. Und Esso-Shards kann er auch uns geben. Und er gibt uns dann, wenn man mit dem noch redet ein bisschen, kriegen wir auch noch eine Emotion. So ein Emoticon. Und er ist einfach immer depressiv drauf, sagt einfach, ja. Er ist der Crestfallen Knight quasi. Ja. Aber ich mag auch, dass sie halt nicht jetzt einfach schon wieder den dritten Crestfallen Knight in dem Universum quasi reingebaut haben, sondern dass sie da tatsächlich sich am Ende noch ein bisschen was Neues eingefallen lassen hat. Aber man sollte auch regelmäßig mal mit denen reden. Ja, auf jeden Fall. Jedes Mal, wenn man da ist, einmal kurz gucken, ob die was Neues zu sagen haben. Weil die teilweise dann auch sagen, ja, dann geh mal dahin und geh mal weiter dahin. Oder mal geben die mal ein Item. Ja, sowas halt. Schon. Und Ludev, der wird, wenn ich gleich wieder da bin, wird der auch wieder munter fröhlich einfach in seinem Sessel da stehen. Sagen wahrscheinlich auch noch so, wieso weißt du denn eigentlich nicht, dass wir auch untot sind? Also von daher... Töte uns noch ruhig ein bisschen öfter, so, das ist halt so. Ja. Okay, wollen wir gleich mal gucken, ob wir schon direkt im ersten Raum, ob du mich da schon summonen kannst? Mal gucken. Wie ist dein Spiel schneller geladen? Wir haben eine selbe Art von PS4. Nee, nicht ganz. Fast. Ja, aber trotzdem werden ja die Ladezeiten davon nicht effektiert, oder? Ich weiß gar nicht, ob die Laufwerke... Vielleicht, weil es bei mir ein bisschen länger geladen müsste, weil ich schon das erste Bonfire aktiviert habe. Keine Ahnung. Ist ja auch Wumpe eigentlich, wenn man ehrlich ist. Okay, das Coole an Dark Souls, ist auch, dass du quasi, es müsste im Eingang jetzt da liegen irgendwo, unten an der Treppe. Du kannst quasi ein Passwort eingeben und dann findet man sich schneller. Okay, scheint nicht da zu sein. Okay, geh mal durch die Tür. Vielleicht durch die Tür erstmal. Genau, und dann lege ich das mal hier oben hin. Und das hat den Vorteil, dass wir halt auch hier locker flockig online zocken können. Ohne dass wir halt uns großartig Gedanken machen müssen, okay, finden wir uns jetzt, sind wir auf demselben Server oder so. Durch das Matchmaking funktioniert das halt hoffentlich auch sehr gut. Jetzt gehen wir kurz ans Bonfire, vielleicht muss das mal kindeln. Ja, manchmal hilft einfach, wenn man sich nochmal kurz dran setzt. Ja, das stimmt, dann resettet das noch mal irgendwo. Ist auf jeden Fall leichter gemacht, ist halt die Mechanik auch wie im Bloodborne. Und bei Dark Souls 2 wurde es dann halt mit Skull of the First dann auch ein bisschen erleichtert. Da bin ich. Meine heilige goldene Schrift. Hallo! Yeah! Boah, wie gut, dass ich meinen Charakter auch so genannt habe. Ja. Sehr gut. Ich habe auch meinen Charakter Jon Snow genannt und habe den auch so versucht, Cosplay-mäßig zu machen. Man sieht auch an meiner Armor, ich bin ein Stark-Fan. Mit dem schönen Fell, sieht man gleich. Ich bin im Ladebildschirm. Zumindest, die Ritter der Hohen Mauer. Die haben ja alle so. Hallo, meine Freunde. Guten Tag. Hier, guck mal her.
Hi, na? Den müssen wir auch noch holen. Den Schrei? Ja. Das können wir gerne machen. Okay, auf geht die Action. Hui. Ich habe das Gebiet schon quasi off-camera fertig gemacht. Und deswegen können wir das jetzt hier einfach mal so locker flockig quasi erstmal durchlaufen lassen. Wobei, zugegebenermaßen, man kann ja auch schon ganz schön genervt werden hier gerade von so den ersten kleineren Gegnern. Ja, die machen dann doch schon mal etwas ordentlichen Schaden. Ha, du kannst dich gar nicht wehren. Genau. Verdammter Untoter. Die sind so lustig hier im ersten Level. Meistens töte ich die extra, weil die einfach zwar nur so 50 Seelen oder so geben, aber... Warum habe ich keine... Ja, bitte? Seelen haben oder Seelen nicht haben, boah. Das sag ich da mal zu. Ja, wirklich. Was man hat, hat man. Ja. Okay, ich muss gerade mal kurz meine Ausrüstung checken, weil irgendwie habe ich keine meine Pyromantieflamme gar nicht ausgerüstet. Ja, die bräuchten wir jetzt nämlich. Ja, genau. Das sollte man nicht, wenn ihr neu anfangt mit Dark Souls, dann solltet ihr euch quasi erstmal damit auseinandersetzen, dass ihr eine Feuerwaffe am Anfang erstmal habt. Denn die Viecher, die jetzt gleich da rauskommen, genau das Vieh nämlich. Ja, also Feuerwehr am besten einmal. Achso, das ist bei mir noch nicht geladen. Sehr gut. Aber okay. Ich hab's jetzt schon getötet bei mir. Was? Ich hab du kämpfst gegen nichts bei mir auf dem Bildschirm. Sehr gut. Cool. Ich seh's gerade bei ihm. Das sieht echt lustig aus. Ja. Da sehe ich aus wie ein Retard, der einfach so in der Luft rum. Aber du kriegst auch noch Schaden dafür, deswegen. Ja. Also von daher. Sieht man mich da irgendwie doof rumlaufen? Ja. Bei mir ist da wirklich nichts, also. Du kriegst auch keinen Schaden. Nee, ich kann ja mal ein bisschen in die Luft hauen. Ah, guck mal, da war was. Da war was. Das ist wirklich wie im Nichts herumstechen. Warte mal, ich muss bei dir gucken, wie ich da irgendwie... Da, Moment. Da, ich habe ihn, glaube ich, getroffen. Nee, ich glaube, das war... Da sitzen ja auch noch andere Trottel rum. Also online ist nicht ganz fehlerfrei, auf jeden Fall. Ich würde echt gerne mit einer Pyromantieflamme helfen, aber... Ja, so war das eigentlich auch gedacht, aber... Uiuiuiui. Ich kann leider... Ich mache, glaube ich, auch keinen Schaden, oder? Aha. Oh, da bist du auch ganz schön in der Ecke. Egal. Das kriegen wir schon. Da. Ich hab grad Aua gemacht. Nee, sehr gut. Ich hab drauf gehauen, aber ich glaube, das hat er wirklich total gepackt. Ich weiß auch nicht, was da gerade los war. Also entweder seid ihr schnell genug und ihr macht das halt einfach mit Feuer sofort down, weil das ein bisschen stack und der dann sich nicht entwickelt, halt zu dieser Schlangentypen. Oder ihr lässt ihn halt durch switchen da und kriegt dafür ein Ember und eine kleinen einen Titanite Shard. Genau. So. Auch kann ich auch nur empfehlen, das erste Item, was man sich bei der Shrine Maiden kaufen sollte, ist die Fackel. Ja. Weil die ist wirklich gerade im ersten Gebiet und auch noch in späteren Gebieten sehr, sehr hilfreich. Also Feuerverzauberung, die kann hier schon wirklich helfen. Yep. Dit ist auf jeden Fall der Fall so. Hallo, sterben Sie bitte. Dankeschön. Hier kommen wir jetzt noch nicht durch, weil da braucht man erstmal einen Schlüssel. Das ist ein Shortcut to be. Ja, das ist diese berühmte Tür, die Gitter hat, aber wir sie nicht von dieser Seite öffnen können, weil wir nicht durchgreifen können. Ja, wo hast du das her? Weil ich habe das aus dem Review von da hat jemand quasi Dark Souls... Du hast das öfters mal erwähnt. Ah, okay, dann, okay. Ja, in unserem Dark Souls... Weil ich dachte schon, weil... kann ich auch wieder empfehlen, Matthew Metosis ist ein Typ, der macht krasse Analysevideos zu allen möglichen Spielen. Also er hat mal alle 3D-Marios mal gereviewt. Und er hat ein 6-Stunden-Video zu Dark Souls 1 gemacht. Und da sagt er halt quasi so viel. Und da klaue ich halt auch quasi ständig meine Sprüche von. Und halt auch eben, dass es halt diese eine Tür gibt, dass man da durchs Gitter nicht greifen kann, obwohl das offensichtlich sehr große Löcher hat. Aber es lässt sich nicht von der einen Seite öffnen. Mhm. Blöd gelaufen. Tja. Kann man nichts machen. Ihr schmeißt da Feuer nach mir. Ui, ihr seid aber viele. Jetzt habe ich halt... Ja, du hättest... Das ist nämlich dann auch die... es gibt ja eine, die mit dem... Mit der Leuchte rumwedelt und wenn du die halt am Anfang sofort erwischt, dann sind die halt alle ein bisschen beruhigter. Ja, auf jeden Fall. Und du hast, glaube ich, nur den, der um zum Beispiel die, auch den, der um die Feuerbälle da wirft, die Feuer
Das sind ja die meine absoluten Hassgegner, was sowas angeht. Meistens sind sie immer so platziert, dass sie echt nerven. Die sollen dich einfach nur auf den Sack gehen. Das ist das, was mich so krass daran nervt, einfach nur. So. Aber jetzt haben wir noch nichts wieder was Tolles gefunden, was im New Game Platz ist. Nee, tatsächlich noch nicht. Also das einzig krasse, was ich auch bisher jetzt nur entdeckt habe, das ist halt dieser Ring, den du am Anfang direkt da bekommst. Auch hier. Gut, und die Seelen sind schon anders benannt und aber die machen nicht wirklich sehr viel mehr, also die bringen nicht mehr Seelen tatsächlich, die heißen einfach nur geiler. Ja, die bringen halt mehr Seelen wie die, die du eigentlich da gefunden hättest, aber da wir schon relativ viel, also da wir auch große Seelen aus dem letzten Playthrough noch haben, sind das halt noch relativ dazu halt kleine Seelen. Ja, aber zum Beispiel mittelgroßen Seelen aus dem Endgame quasi. Oh, wir werden invaded von I'm Blue. I'm Blue, double D. Ja, wirklich. Guy. Okay, den killen wir. Wo kommt der denn her? Weißt du, wo die Respawn-Punkte sind? Wo die Spawn-Punkte sind von den... Nee. Also ich habe auch mal hier invaded. Ich glaube, das war hier vorne irgendwo. Das ist spannend, weil ich wurde im Hauptgame wurde ich quasi nie invaded. Ich trigger mal den Drachen schon mal. Ja. Vielleicht haben wir Glück und der ist ja gerade irgendwo. Ja, da ist er auch. Ah, okay, dann komme ich wieder zurück zu dir. Los! Drache! Versuch nicht zu sterben! Oh, Drache! Spuckfeuer! Spuck! Verdammt nochmal! Auf den kann man sich auch nicht mehr verlassen. Okay, der hat so eine große Waffe. Fick dich! Profane Flamme! Pow! Nicht getroffen, geil. Anscheinend löst die Mechanik nicht aus, wenn der da stand. Das war sehr komisch. Ja, das ist halt nur, wenn du diesen Seed da verwendest. Komm her. Ja, nein, generell auch, als ich da durchgelaufen bin. Alter, was hat der denn für eine Defense, ey, Alter? Da kommen wir ja gar nicht durch. Scheiße, ich hab keine Mana mehr. Alter, der Typ mit der Axt, der nervt aber auch ordentlich. Ach. Shit. Der hat mich erwischt. Ja, kommt halt immer drauf an, wenn der... Ah, jetzt ist er durchgelaufen. Komm schnell drauf! Verdammt. Da hat er sich leider geheilt. Komm da schnell wieder raus. Zurück. Pass auf. Ja. Na gut, da hat er nicht so viel Schaden bekommen. Ach, ich hasse Leute, die heilen beim PvP. Ja, weil wir halt auch geheilt haben, aber... Ja, aber selbst... Ah, das war's. Scheiße. Und ich bin auch noch tot, der Wichser, ey. Ja, genau, du deine scheiß Grinsebacke. Fast hätten wir dich bekommen, ey. Ach ja. Unser erster Invade. Immerhin. Ja. Kann man aber nichts machen. Man gewinnt nicht immer. Vor allen Dingen ist auch PvP, glaube ich, gerade bei Dark Souls 3 halt so ultra hart geworden. Wo du halt auch wirklich dann denkst, so, okay, das ist halt wirklich auch kein Spaß eigentlich. Ja, weil das irgendwie total laggt teilweise. Das auch, aber, und vor allen Dingen sind die Leute so fixiert auf PvP. Also es gibt, glaube ich, mehr YouTube-Channels, die sich nur um Dark Souls PvP quasi kümmern, als um Lore oder generell um Liebe am Spiel oder so. Ja. Und das halt auch schon, ist auch schon ein bisschen, ich will nicht sagen grenzwertig, aber wenn es halt so exploited wird, dass halt alle Leute so ultra krass sind und die OP-Strategien einfach alle haben, die Leute, die sich halt dann nicht darum kümmern, die sind natürlich ein bisschen im Nachteil. So, dann machen wir auch mal einen anderen Cover, nennt ja... Oh, sehr gut. So, gute Idee eigentlich. Dann mache ich mir auch mal so einen Blue, Way of Blue. Oder war das der Covenant, wo man gesammelt wird? Oder Blue Sentinel? Blue Sentinel ist der Covenant. Die Leute werden dann halt gesammelt. Halt genau. Dazu. So, ich habe jetzt ein weißes Zeichen, weil ich halt jetzt auch den Sunbro Covenant raus bin. Yep. Ich trage übrigens einen extra Ring, damit man quasi sieht, wie ich quasi normal zocke. Ja, sonst... dass du den nicht als Phantom halt... Also nicht wundern, wenn ihr mal Phantome beschwört. Die können nachher halt auch weiß oder orange sein. Oder nicht, lila. Aber lila ist schon wieder blöd. Oder rot. Die sind dann halt immer böse. Das sind böse Phantome. Ah, da bist du. Ich glaube, es gibt auch keinen einzigen Lilanen, der quasi das nicht schon mal exploitet hat. Sondern eigentlich sind es die meiste Zeit wirklich nur die Leute, die dann auch einfach nur trollen wollen oder so.
Okay, glaube ich, aber wir beschwören mich in deine Welt und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Dark Souls 3 an derselben Stelle beim Drachen wieder. Hau da rein, ciao. Tschüss. Hey!